sind wir nochmal zurück auf unserem Funktionshauptmenü, sagen wir mal so. Ich habe ja vorher gesagt, was wir am Anfang da angelegt haben mit dem Modell, ist mal noch gar nichts in Stein gemeißelt, weil wir können hier immer noch jetzt eine neue Funktion anlegen. Und das will ich auch jetzt mal kurz machen. Da machen wir jetzt einfach als Beispiel eine Radbremse auf Kanal 12. Ganz einfach. Wir legen immer die Radbremse auf so einen seitlichen Schieber drauf, weil da kann man einfach dementsprechend defizil nach der Landung den Schieber vorschieben und bremsen. Jetzt machen wir mal eine neue Funktion, die nennen wir mal BR für Bremse. Im abkürzten Sinne, wir gehen auf das Plus drauf und jetzt sehen wir hier als allererstes nur mal Funktion. Dem geben wir jetzt einen Namen der neuen Funktion. Da gehen wir jetzt hier einmal drauf und jetzt sage ich hier nur BR für Bremse, das reicht ja mal. Als nächstes, wenn jeder BR eingeben hat, dann gehen wir her und wählen unseren Geber aus. Mit was wollen wir jetzt unsere Radbremse eigentlich bedienen? Tipp hier auf den Geber und jetzt bewege ich einmal halt den Geber, wo ich für die Radbremse will. Wie gesagt, ich nehme immer hier seitlich so einen Schieber und dann erkennt unser Sensor hier auch ganz schnell, okay, aha, damit soll die Radbremse bedient werden. Ich sage jetzt hier, okay. Und zu guter Letzt müssen wir natürlich noch sagen, auf welchem Kanal soll denn eigentlich die Radbremse funktionieren. Ich habe jetzt gerade gesagt, Beispiel, machen wir einfach mal Kanal 12. Könnt ihr euch heraussuchen, was ihr wollt, aber ich nehme jetzt mal Kanal 12. Und sage jetzt hier einfach, so, Kanal 12. Man sieht auch hier, das ist auch cool, wenn man jetzt eine neue Funktion anlegt, sieht man auch schon, welche Funktionen schon überhaupt existieren, beziehungsweise welche Server schon benutzt und belegt sind. Aber hier, wenn wir runtergehen, Server 12, 13, 14, alles bis 26, hier bei der Forge 3, ist unbenutzt. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach runter und sage, Server 12 ist unsere Radbremse. Wenn wir dann einmal drauf gehen, auf OK, dann sehen wir jetzt auch hier, kommen wir direkt, also immer wenn wir eine neue Funktion anlegen, am Schluss das Server zugeordnet haben und auf Weitergehen, kommen wir hier in das Einstellmenü vom Server rein. Ich bewege jetzt mal hier meinen Schieber und sehe jetzt hier ganz schön, wie sich einfach der Serverweg vom Schieber ändert. Auch hier machen wir wieder als Beispiel, nur zur Übung, gleich plus minus 100%, wähle die beiden Endpunkte an, sage jetzt hier minus 100%, so, und kann hier dementsprechend mein Servoweg von der Bremse ändern. Ich meine, bei den meisten elektronischen Bremsen läuft immer von plus minus 100%, also von dem her macht es schon so schon Sinn. Wenn wir jetzt hier einmal unten mit der weißen Zurücktaste rausgehen, sind wir wieder in unserem Funktionshauptmenü und sehen dementsprechend hier die ganze Übersicht. Genau. Gut. Dann machen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Wir können nämlich bei verschiedenen Funktionen gleiche Servos benutzen und bei die Servos in der jeweiligen Funktion die Endpunkte komplett abändern, ohne dass der Servo sich in einer anderen Funktion ändert. Also wir können wegen mir Square-Router-Servo für die Funktion Square-Router nehmen, da Servo-Wege von XY eintragen und dann können wir die zwei gleichen Square-Router-Servos für die Funktion zum Beispiel Landeklappen benutzen und da wieder komplett andere Servo-Wege eintragen. Ohne dass sich dementsprechend die Serverwege ändern von der daher vorherig angelegten Funktion. Das heißt, aufgeschrieben habe ich es mir so, dabei können die Servereinstellungen gleicher Servos in jeder Funktion individuell angepasst und abgeändert werden, ohne dass sich diese Servos in einer anderen Funktion mit den Endpositionen und sonstigen ändern. Mal jetzt viel gesagt. In der Praxis ist es, glaube ich, leichter zu erklären. Wir haben jetzt ja hier, ich gehe jetzt mal auf unseren Servomonitor drauf und sehe jetzt hier bei meinem Höhenruder, ich habe plus minus 50%. So, ganz einfach. Und hier habe ich mein Gas mit plus minus 50%. Jetzt will ich hergehen zum Beispiel
Jetzt würde ich hergehen zum Beispiel und sage, okay, ich habe einen Segelflieger, Mensch, jedes Mal, eigentlich fliegt der Katzen gerade aus, jedes Mal, wenn ich steige und wenn ich den schmeiß und Gas gebe, schlägt das Ding ohne Ende weg. Wollen wir ja nicht. Jetzt machen wir das Ganze nicht über einen Mischer, sondern über eine Funktion. Dazu gehe ich einmal hier in mein Hauptmenü rein und sage jetzt hier, also wichtig, da ändert man jetzt weder das Höhenruder die Funktion, noch ändert man jetzt hier die Funktion vom Gas, sondern man erstellt eine neue Funktion, die im Prinzip dieses Verhalten dann neutralisiert. Dazu machen wir jetzt hier Plus. Hauptmenü, einfach Hauptmenü von der Funktion. Mache auf dem Plus eine neue Funktion. Die Funktion benenne ich jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal Höhenruder zu Gas. Höhenruder zu Gas. So. Jetzt ist natürlich Punkt 1. Wir brauchen natürlich, also vom Mindset her, ist natürlich jetzt, was wollen wir erreichen? Wir wollen eine Höhenruder-Mitmischung zum Gas haben. Also ist in dem Fall unser Geber jetzt für die Funktion unser Gas, weil das Gas soll ja unser Höhenruder nachher steuern. Deswegen gehe ich jetzt her und sage, Geber ist in dem Fall mein Gas. So. Und bei Trimmung brauchen wir jetzt in dem Fall natürlich nichts machen. Und das Ziel, was wir nachher ansteuern wollen, sind ja unsere Höhenruder-Servos. Deswegen gehe ich hinten bei Servo einmal drauf und sage jetzt hier Höhenruder links und Höhenruder rechts, beide. Man kann natürlich nur eins anwählen, aber macht jetzt in dem Fall wenig Sinn. Und sage jetzt hier okay. Und jetzt kommen wir wieder in diesen Monitor von den Servo-Einstellungen rein. Und wenn ich jetzt mein Gas bewege, sehe ich, wie sich die Servowege vom Höhenruder ändern. Aber jetzt lustigerweise, wenn er jetzt mal Gas auf Mittelstellung macht und Höhenruder bewegt, seht ihr, dass das auch gleichzeitig sich mit dem Höhenruder bewegt. Und ich trotzdem das jetzt übers Gas mitsteuern kann. Und das ist das, was ich gesagt habe. Man kann mehrere Servos über, also mehrere Funktionen, die gleichen Servos über mehrere Funktionen ansteuern. Und jetzt sage ich zum Beispiel hier, in dem Fall, ich will jetzt, sagen wir mal, negativ, in dem Fall, negativer Servoweg ist Tiefe. Und wir wollen ja Tiefe mitmischen. Dann drehe ich jetzt hier auf Vollgas meinen Servoweg um, indem ich hier auf Reverse gehe zweimal. Und jetzt sehen wir hier, Sturm, auf Vollgas bin ich jetzt hier im negativen Servowegbereich, also sprich, ich habe jetzt Tiefe vom Höhenruder. Und natürlich, wenn ich das Gas hinten habe, will ich gar keinen Plushöhenruder, sondern soll es einfach Gas hinten neutral sein. Dann setzen wir hier einfach unseren Servoweg bei Gas hinten auf 0. So. Also, jetzt ist aber natürlich so, wenn ich jetzt Gas gebe, passiert natürlich bis zur Hälfte gar nichts. Weil ich habe ja hier 0, also in der Mitte sowieso 0 und den, im Weg, im Leerlauf vom Höhenruder habe ich ja auch 0 gesetzt. Deswegen kann da ja nichts passieren, sondern erst ab Halbgas kommt jetzt quasi unsere Mitmischung oder unsere Zusteuerung vom tiefen Ruder. Aus den 50% machen wir jetzt mal plus 30, dann ist es nicht ganz so extrem. Wählen wir die zwei Höhenruder-Servos mal kurz plus auf 30 aus. Und jetzt gehen wir her, nachdem wir das gemacht haben. Und das ist jetzt, weil vorher mit dem Limit habe ich ja gesagt, das Limit brauchen wir, damit wir es nicht überschießen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben plus minus 50% Servoweg, also zur Verfügung, wo wir einfach nur 50% benutzen können. Und jetzt haben wir Vollgas, zum Beispiel drin, unser Servo steht schon auf 30% tief und jetzt gebe ich noch Vollhöhe zum Beispiel hinzu. Dann addiert sich das auf und dann hätten wir jetzt 80%, sprich das wird knallen. Und damit das hier auch dann nur auf 50% ist, können wir jetzt hier unser Limit einfach mal roundabout auf 55% setzen. So. Und egal wie ich jetzt Tiefe gebe, Höhe gebe oder sonst was steuere, es wird nie mehr wie die 55% an diesem Höhenruder-Servo im Prinzip rauskommen.
Das ist einfach eine Begrenzung, eine elektronische Begrenzung vom Sauerweg, dass da einfach nichts passiert und nichts schief gehen kann. Und jetzt haben wir noch natürlich, jetzt haben wir unser Gas als Geber. Jetzt haben wir unser Gas als Geber. Unser Limit haben wir gesetzt, damit wir bei Vollgas, wenn wir steigen und jetzt ziehen müssen, dass dann nichts knallt zum Beispiel. Haben wir auch gesetzt. Und jetzt wollen wir natürlich noch unsere Mitmischung proportional zum Gas machen. Weil wie gesagt, jetzt haben wir ja da gar keinen Weg und erst ab Halbgas kommt irgendwas von unserem Höhenruder. Und das ist jetzt auch das, wo man über die Funktionskurve einstellt und nicht über die Sauberkurve. Weil jetzt müssten wir schon mal die Sauberkurve, zweimal die Sauberkurve umändern, einstellen und so weiter. Macht keinen Sinn, weil mit der Funktionskurve kann man ja beide Sauros auf einmal erschlagen. Weil es ist ja eine Funktion und die zwei Sauros sind darunter unterteilt oder untergeordnet. Sprich, ich gehe jetzt hier einmal zurück und jetzt sehe ich ja hier meine Funktion Höhenruder zu Gas. Hoppala. Hier sehen wir jetzt auch interessanterweise, Servo 5 und 6 ist natürlich auch bei unserer Höhenruderfunktion Höhenruder. Und die gleiche Servos haben wir jetzt hier ausgewählt für eine komplett neue Funktion. Und das ist das, was ich gesagt habe. Wir können hier die gleiche Servos komplett unterschiedliche Einstellwerte und komplett unterschiedliche Endpositionen geben, wie in der vorigen Funktion, wo nichts miteinander zu tun hat. Und wenn wir jetzt hier mal auf dieses Setup draufgehen, also auf die Einstellung von der Funktion, dann wissen wir ja, okay gut, es passiert die ersten 50% von unserem Gas passiert nichts. Also von hier bis hier passiert nichts, sondern erst ab hier, also das hier ist ja immer bei der Funktionskraft die Nulllinie. Das hier ist die Mittelstellung vom Sauber, wo hier von links nach rechts horizontal läuft. Und wir wissen ja, alles drunter passiert nichts, weil wir ja das auf Null gesetzt haben. Sprich, setzen wir jetzt diesen Punkt hier unten, müssen wir jetzt hier auf die Nullposition natürlich setzen, damit ab dem Moment, wo die blaue Linie hier anfängt, hier linear dieser Graph hochläuft. Weil alles drunter hier, unter Null, passiert nichts. Das machen wir jetzt hier über die Funktionskurve. Da gehen wir hier auf Edit drauf. Also wählen wir hier unten wieder mit der Pfeiltaste den untersten Punkt und den setze ich jetzt auf 0. Und dann wähle ich mir den Punkt hier und den setze ich mir auf 50%. Und jetzt, so wie ich Gas gebe, hat man direkt im Prinzip die Funktion proportional zu unserem Gas, haben wir die Steigung quasi drin in der Funktion und somit laufen jetzt auch vom Leerlauf bis zum Vollgas unsere beiden Höhenruder-Servo gleichmäßig mit. Und wenn wir jetzt das uns mal anschauen hier im Servomonitor, schaut mal, ich habe Leerlauf und hier sehen wir unsere Höhenruder rechts und links. Ich habe Leerlauf, gebe Vollgas und die laufen von der Leerlaufposition bis zur Vollgasposition perfekt zu unserem Gas, wo hier unten ist, komplett mit Motor und Höhenruder und trotzdem können wir jetzt hier nach wie vor Höhenruder geben, ohne dass sich da irgendwas am Gas ändert. Also wir haben ganz normal unsere Höhenruderfunktion und nur wenn ich jetzt Vollgas gebe, haben wir eine Mitmischung zum Beispiel jetzt auf Tiefe mit dabei. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen für die Funktion. Und zwar jetzt mal ein Beispiel. Jetzt natürlich viele Fragen, wie macht man Butterfly bei einem Segelflieger mit dem Sender? Das machen wir jetzt auch. Das ist noch einfacher wie die Höhenruder-Mitmischung. Wir machen einfach eine neue Funktion hier. Benennen die, ich sage jetzt mal BF, dann ist kürzer mit dem Schreiben. Sagen wir einfach mal BF, die Butterfly. Sagen jetzt okay. So. Und jetzt, was brauchen wir für Butterfly? Bei einem Vierklappensegler brauchen wir für Butterfly unsere Landeklappen innen oder unsere Wölbklappen und außen unsere Querruder. Sprich, ich wähle hier hinten bei Butterfly oder andersrum, wir machen es wieder von links nach rechts. Wir wählen jetzt für Butterfly natürlich erst unseren Geber dafür aus. Ich sag mal, die meisten wollen wahrscheinlich Butterfly auf dem Gas drauf haben, mache ich selber auch so. Dann wähle ich einfach hier einen Geber fürs Butterfly aus, gehe drauf und bewege mein Gas.
auswählen. Und jetzt haben wir schon Funktionsname erstellt, eine Geber fürs Butterfly erstellt. Jetzt gehen wir her und sagen, Mensch, welche Servos oder welche Funktionen wollen wir denn damit ansteuern, sprich Bermuda und Klappen. Also gehen wir hinten auf Servo und jetzt wählen wir hier unsere beiden Querruder und unsere beiden Flaps aus. Und bestätigen das Ganze dann mit OK. Und jetzt haben wir natürlich hier erstmal unseren Servomonitor, wo wir hier sehen, Querruder links, Querruder rechts, Flap links und Flap rechts. Die funktionieren jetzt alle noch gleich. Ihr seht, wir steuern jetzt hier die Servos von den Querrudern und klappen mit dem Gas. Das, was wir ja beim Butterfly und dem Stricher wollen. Und jetzt sagen wir mal als Beispiel, Querruder soll beim Butterfly gesetzt, sagen wir mal, also Gas hinten beim Butterfly gesetzt, soll das Querruder nach oben stehen und die Landeklappen nach unten. Also sagen wir, Flaps machen wir auf negativ, auf Minus-Servo-Weg und Querruder machen wir auf Plus-Servo-Weg. Dann gehen wir hier einfach auf die Leerlaufstellung vom Gas, also so wie es Butterfly ausgefahren sein soll, und drehen jetzt hier einfach zweimal unsere Querruder-Servos um. Jetzt seht ihr, wir haben jetzt hier dementsprechend im aktiven Butterfly-Position vom Gas haben wir die Querruder mit plus 50 nach oben fahren und die Flaps mit minus 50 nach unten fahren. Also minus einfach in negativ geht runter. Einfach so denke ich jetzt mal. Und jetzt haben wir aber natürlich das Problem bzw. das gleiche Thema wie beim Höhenruder vorher. Wenn wir jetzt Vollgas geben, also wo eigentlich gar kein Butterfly anliegen soll, haben wir natürlich das Thema, dass dementsprechend sich der Servoweg umdreht. Sprich jetzt, wäre es gerade andersrum. Wollen wir nicht. Wir wollen ja in Vollgasposition, wollen wir ja gar kein Butterfly haben. Dass die Ruder alle auf der Neutralposition sind. Deswegen gehen wir jetzt hier auf Vollgas und machen hier oben beim Querruder die 50% zu 0 und die 50% zu 0 und das gleiche, wo jetzt im Prinzip bei den Flaps auf Vollgasposition noch 50% da sind, beziehungsweise da wo der grüne Balken ist, die müssen wir natürlich auch neutralisieren, weil wir wollen ja keinen Ruderausschlag, wenn wir Vollgas haben. Deswegen gehen wir jetzt hier einfach her. Machen hier auch 0 und machen hier auch 0. So. Also auf Vollgas haben wir jetzt quasi bei den Flaps, fangen wir bei den Flaps an, haben wir bei der Vollgasposition im positiven Servobereich 0, Mittelposition ist eh immer 0 und im negativen Servobereich, sprich wenn wir das Gas wegnehmen, haben wir Minus, weil die Flaps nach unten fahren sollen. Und bei Querruder ist genau andersrum, da sollen ja die Querruder nach oben fahren, deswegen haben wir jetzt hier auf der anderen Seite 0, zweimal, also kein Servoweg in der Neutralposition, so wie wir jetzt sind. Und quasi in der Leerlaufposition, wo Butterfly aktiv sein soll, sollen sie nach oben fahren. Deswegen haben wir hier die plus 50%. Und jetzt haben wir wieder das gleiche Thema, wie wir gerade mit der Mitmischung vom Höhenruder hatten zum Gas, dass wir natürlich jetzt, wenn ich das Gas hinten nehme, erst ab 50 oder erst ab der Mittelgasposition unser Butterfly aktiv wird. Das wollen wir aber ja nicht, sondern es soll ja auch hier, gleich wie beim Höhenruder, von Anfang bis Ende proportional zum Gas mitlaufen. Sprich, jetzt haben wir hier vier Servos. Natürlich, wenn einer viel Zeit und viel Lust hat, kann er jetzt jede Servokurve abändern. Aber es macht natürlich null Sinn, wenn wir einfach die Funktionskurve hier abändern können, weil wiederum, wie schon so oft gesagt, die Funktion übergeordnet ist über den Servos, wo zugewiesen sind. Sprich, ich gehe jetzt hier zurück einmal. Hier unten BF, unsere Butterfly-Funktion und gehe hier auf die Einstellung drauf. Und jetzt sehe ich hier, ich habe jetzt Vollgas drin, man sieht es hier an dem blauen Reiter, der ist ganz rechts. Und jetzt weiß ich ja, von Vollgas, dass die erste 50% passiert mal gar nichts. Das sagt mir, alles was über dieser Nulllinie nach oben ist, ist tot, hat keine Funktion. Also von hier bis hier passiert einfach nichts. Im Umkehrschluss, heißt es ja, wir müssen diesen Punkt darunter bekommen auf die Nulllinie, damit von hier bis hier auch was passiert. Das machen wir jetzt genau gleich wieder wie vorher beim Höhenruder. Ich gehe auf meinen Kurveneditor hier drauf, gehe hier nur auf drei Punkte, das reicht.
wähle hier nicht meinen Mittelpunkt, sondern hier den obersten Punkt aus und setze jetzt hier den obersten Punkt auf 0. Weil erst ab 0 in dem Fall liegt eine Funktion oder liegt eine Wirkung an. Und den hier setze ich runter auf minus 50. So. Und jetzt hätten wir das auch schon wieder erledigt mit der Funktion, weil wenn wir zurückgehen, sehen wir jetzt hier, wir haben hier von 0 beginnt die Steigung quasi abzufallen auf diese minus 100, von 100% vom Funktionswert, nicht vom Sauberwert, sondern vom Funktionswert und fällt hier sauber ab auf hier die minus 100%. So. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier im Servomonitor wieder anschauen, dann sehen wir jetzt hier, ich habe Vollgas drin, kann ganz normal Querruder geben, kann ganz normal meine Klappen schalten, alles drum und dran, wie ich es will. Weil könnte ja sein, ich habe auch mit dem Schalter hier, wo wir vorher zugeordnet haben, will ich einfach so in Vollgasposition irgendwelche Klappenstellungen schalten. Und in dem Moment, wo ich jetzt, wie gesagt, das ist alles Neutralposition jetzt, ich habe Vollgas. Und erst in dem Moment, wo ich das Gas rausnehme, fängt dann an, meine Wölbklappen nach unten zu fahren und mein Querruder nach oben zu fahren. Aber ich habe nach wie vor immer noch natürlich die volle Funktion von dem Querruder auf dem Stick drauf. Und das ist das, unterm Strich, wo ich vorher gesagt habe, man kann einfach mehrere Servos, also das gleiche Servo, in übertrieben gesagt 10 verschiedene Funktionen anlegen und 10 mal die Servo-Einstellung komplett abändern, ohne dass hier die Endposition von meinem Querruder, wo wir ganz am Anfang angelegt haben, irgendwie geändert haben. Und das ist halt so super praktisch und echt schick, weil da programmierst du einen Flieger mit 6 Klappen auf dem Flügel drauf, so einen Segelflieger, den programmierst du wirklich in einer Stunde. Also das ist echt easy. Und wenn ich da überlege, zum Beispiel bei anderen Fernsteuerungssystemen, ein Butterfly anlegen, da, also ich bin echt schon, ich habe mal, glaube 4 Tage gebraucht, um ein Butterfly beim alten Segler anzulegen, ich bin schier verzweifelt. Und das ist halt so, wenn man das einmal verstanden hat, wie das Ganze zusammengehört, wie das Ganze funktioniert, ist es halt wirklich so easy, das Ganze zu programmieren.